Also auf meinem Screen sehe ich. Toll. Also, Ja. genau. Also es geht um das Projekt Hope, Humans on Planet Earth, und wir machen eine Klimaschutzabenteuer-Lern-App. Und diese Klimaschutzabenteuer-Lern-App lernt man am schnellsten kennen, wenn man diese kleine Grinsebacke da unten im Bildschirm kennenlernt. Das ist nämlich unser Jimmy. Und Jimmy, der interessiert sich eigentlich nur für eine einzige Sache, und das ist die alltägliche Klimafreundlichkeit, die man als Mensch so ausüben kann und die man entdecken kann. Und sein Ziel ist es, über die Hope-App Klimafreundlichkeit zu verbreiten. Das macht er ganz ohne erhobenen Zeigefinger, also klimaschädliches Verhalten wird komplett ignoriert. So ist unser Jimmy. Und so sieht die Hope-App aus, wenn man sie öffnet. Also man sieht schon, da ist jetzt nichts sonderlich kompliziert. Das sind Buttons, da gibt es Sachen, wo man sich Ziele setzen kann, Auszeichnungen erhalten kann, Punkte und so weiter. Also wir haben den Ansatz gewählt, der sich in der digitalen Welt als besonders erfolgreich erwiesen hat, nämlich von Gamification und auch eine Kombination von den Social-Media-Universen, aber dazu gleich noch mehr. Die Hope-App ist eine ganzheitliche App und sie ist unterteilt in verschiedene Module, wobei jedes Modul so einen Lebensbereich abdeckt. Das sind zum Beispiel solche Bereiche wie Mobilität, Ernährung, Einkaufen, Reisen, Wohnen, Lernen, Freizeit und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele mehr, und in jedem Modul vermittelt Jimmy und inspiriert zu klimafreundlichem Handeln. Das sieht zum Beispiel so aus, dass wenn man in dem Modul Mobilität irgendwo hin möchte, sage ich möchte jetzt in die Stadt oder zur Nachbarstadt oder irgendwo zum Freunden, dann ist die Hope-App ein klimafreundlicher Navigator und zeigt, rückt jetzt nicht in den Vordergrund, wie viel CO2 man verbraucht, wenn man jetzt die und die Route wählt, sondern im Vordergrund ist immer der positive Ansatz. Also sie belohnt für klimafreundliches Verhalten, und deswegen gibt es für Fahrrad und Fußweg eben die meisten Punkte und darauf gefolgt der öffentlichen Personennahverkehr. Und im Modul Ernährung sieht das Ganze so aus, dass wir den regionalen und saisonalen Lebensmitteln ein bisschen eine Bühne bereiten, sagen, wann die Saison haben, wie viel CO2 die auch produzieren. Und wenn man Gerichte kombiniert, dann rechnet die App auch aus, wie viel CO2 die jeweiligen Lebensmittel verursachen, und belohnen dann für besonders klimafreundliche Gerichte. Und es gibt auch noch jede Menge Tipps und Tricks, wie man jetzt Lebensmittel nachzüchten kann oder eben auch Lebensmittel, die fast verfallen, noch verwenden kann. Und da setzt die App auch an. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie ich mit der Zeit bin, aber ich gebe ein bisschen Gas. Das Prinzip beruht völlig auf dem Belohnungsprinzip. Das heißt, man kriegt Auszeichnungen und Punkte, und immer wird man für alles, was man klimafreundliches macht, belohnt, und das soll dann die positive Motivation auch darstellen. Gut, und mit diesen Punkten, die man über Klimafreundlichkeit gewinnen kann, kann man so in der App auch spielerisch Dinge freischalten, neue Level erreichen und dem Jimmy neue Skins verpassen. Ich bin wahrscheinlich gleich dran. Und noch ganz kurz, es ist auch ein klimafreundliches soziales Netzwerk. Man kann also seine Klimafreundlichkeit mit all seinen Freunden teilen und sie dann auch inspirieren. Und es ist auch vollgepackt mit lauter Informationen über Klimaschutz, woher der kommt, was das eigentlich bedeutet und was so Klimaschutzprojekte machen und so weiter. Bin ich schon über der Zeit? Es ist alles noch im grünen Bereich. Wunderbar. Gut. Nein, vielen lieben Dank an Sie für diese tolle Kurzpräsentation. Und die ist so, dass man sagt, ich will das genauer wissen, da gehe ich nochmal und gucke nach. Herzlichen Dank. Und vielleicht nachher im Special Chat nochmal zum Besprechen und weiter Fragen stellen können. Danke, sehr gerne. Tschüss. Bis dann. Tschüss.